Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Mein aktuelles Bauprojekt auf der Karte ist ja die Fertigstellung der Königsburger S-Bahn-Linie und genau da machen wir jetzt eben auch weiter. Es ist hier nochmal eine weitere letzte Ortschaft dazugekommen, plus eine weitere letzte S-Bahn-Station namens Eching. Das ist tatsächlich reiner Zufall, aber ich habe mal nachgesehen, ich weiß schon, dass sich das hier irgendwo in der Ecke befindet. Und das ist tatsächlich ziemlich nah am Münchner Flughafen dran, also ja, irgendwie passt das ja ganz gut zusammen. Die Ortschaft an sich, also ich habe es da nicht mehr übertrieben, das ist also wirklich nur eine kleine Ortschaft, eher schon so Richtung Dorf. Hier schon, also weit vor den Toren der Stadt. Und wie gesagt, ich habe das eher simpel gehalten, also Dorfkirche, eine Tankstelle, es kommt noch ein bisschen größeres Gewerbe dazu und ich habe halt zugesehen, dass der S-Bahnhof ordentlich in Form gebracht wird, dass das nett anzusehen ist. Und genau darum geht es in dieser Folge. Das soll nochmal ein kleiner Parkplatz werden hier, gehört wahrscheinlich zu der Kirche und dem Friedhof dazu. Hier noch ein paar Grundstücke hin. Auch das alles eher rustikal gehalten, die ganze Geschichte hier. Mit einem winzig kleinen Ortszentrum dort, wo die etwas größeren Gebäude stehen. Da sind halt so die Geschäfte angesiedelt. Infrastruktur an sich ist aber ziemlich überschaubar. Befindet sich ja alles sowieso im S-Bahn-Netz der Großstadt, also wenn sie irgendwas brauchen, was den täglichen Bedarf überschreitet, können sie einfach nach Königsburg fahren, kein Problem. 20-Minuten-Takt. In unter 10 Minuten ist man am Hauptbahnhof. Das passt also. Bisschen Landleben hier draußen, aber beste Anbindung an die Großstadt. Eine Handvoll Grundstücke noch so ein bisschen im Eigenbau umgesetzt. Häuser aufgestellt, Grundstücke eingezäunt. Okay, so viel dazu. Dann, da wo es natürlich ein bisschen detailreicher werden wird, das ist natürlich hier rund um diese S-Bahn-Station. Wie üblich gibt es da auch ein paar Parkplätze. Dann bauen wir die S-Bahn-Station selbst natürlich nochmal ein bisschen um. Tauschen die Bahnsteige gegen vernünftige Bahnsteige aus. 960 mm hoch, das ist scheinbar tatsächlich die reale Höhe für S-Bahn-Stationen, für moderne S-Bahn-Stationen. Hier noch ein bisschen, verteilen noch ein bisschen diese Deko-Elemente hier, diese Wartebereiche mit den Sitzbänken, mit den Mülleimern und so weiter. Und so eine ganz kleine, simple Dachkonstruktion in der Mitte des Bahnhofes. Dann passen wir die Gleise hier nochmal ein bisschen an. Ich habe dann hier auch in dem Bereich einfach wieder die Gleise genommen, die keine Oberleitungsmasten haben und habe sie mir hier, wo sich die ganzen Weichen befinden und so weiter, selbst hingestellt. Da, wo es Sinn gemacht hat, habe ich natürlich die schönen Turmmasten und Rohrausleger benutzt. Und so macht die ganze Geschichte dann auch ordentlich was her, wie ich finde. So, da auch nochmal so einen fetten Turmmast aufgestellt. Und hier auf der anderen Seite
in den weichen Bereichen dasselbe Spiel. Und das ist auch nebenbei bemerkt wirklich eine coole Mod. Also die Mod, die einfach die Gleise erzeugt, die keine Oberleitungsmasten haben. Weil ich glaube, also im Transport Fever 1 war das noch so, entweder ganz oder gar nicht. Also entweder hast du gar keine Oberleitungsmasten oder du hast sie halt überall. Aber so ein Mischding, glaube ich, war nicht möglich damals. Und hier ist es halt schon möglich. Und das ist natürlich eine sehr, sehr dankbare Geschichte. So, hier habe ich gerade noch ein paar Abspanngewichte dran gehängt. Dann gehen wir hier nochmal dran in dem Bereich, stellen hier nochmal ein paar Grundstücke auf. Das wären nochmal so ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Schrägstrich bisschen Gastronomie. Kleiner Supermarkt und sowas für den täglichen Bedarf. Dann die Gebäude habe ich noch gar nicht verwendet. Auch aus dem Steam Workshop von Siri. Da ist mittlerweile auch allerhand Zeug mit drin in diesem Paket. Ziemlich cool. Unter anderem eben auch dieses große Gebäude hier. Ich glaube, das ist auch Firma Schmitz. Ich glaube, Industrieverpackungen oder so werden da hergestellt. Also da gibt es allerhand solche Gebäude. Das platzieren wir uns hier mal, also da hat sich halt auch ein bisschen größeres Gewerbe angesiedelt, hier so am Ortsrand. Da bauen wir uns hier nochmal so ein kleines Areal hin, zäunen das ganze Ding ein. Und sorgen für ein paar Arbeitsplätze hier vor Ort. Alles schön einbetoniert, die ganze Geschichte hier. Dann hier drüben, kleiner Spielplatz. Also ein bisschen Infrastruktur ist natürlich schon vorhanden. Ganz ohne wäre es ja auch ein bisschen fad. Das wird natürlich auch noch eingezäunt. Bisschen mit den Texturen noch rumgespielt. Bisschen Grünzeug noch dazu geschmissen. Ein, zwei Sitzgelegenheiten hinzugefügt. Und recht viel mehr braucht es dann auch nicht. So, die letzten Häuser werden noch aufgestellt. Auch hier wieder bunt gemischt. Und nochmal eine kleine Handvoll Grundstücke, so ein bisschen im Eigenbau. Die werden auch nochmal ein bisschen weiter ausdekoriert. Alles hier so direkt an den Bahngleisen. Das sind natürlich dann auch schöne Filmstellen. Da soll es dann auch alles ein bisschen ordentlicher aussehen. So, auch hier wieder alles mit den Texturen ein bisschen bearbeitet. Gehen wir hier nochmal zur Firma Schmitz, verteilen da noch ein paar Gebäude. Diese Carports sollen das ja eigentlich sein, zumindest heißen sie so, aber das sind natürlich auch wunderbare Unterstände einfach, um da irgendein Zeug einzulagern. Habe ich einfach als Holzlager verwendet. Und noch ein paar andere Baumaterialien dazugeschmissen. Und was halt sonst so reingepasst hat, hier thematisch, einigermaßen zumindest. Ist ja eigentlich eine Firma für Industrieverpackungen, aber ja, es wird schon passen. Okay. Alles ein bisschen detaillierter geworden. So viel Zeug vorhanden im Deko-Bereich. Das ist der pure Wahnsinn. Man hat wirklich die Qual der Wahl. So, ein paar Fahrzeuge dürfen natürlich nicht fehlen. Kundenfahrzeuge, Mitarbeiterfahrzeuge, ein, zwei LKWs noch hingeschmissen, die hier gerade irgendwas anliefern und abholen.
und auch da haben wir in dem Bereich mittlerweile sehr, sehr viel Auswahl. Okay, hier nochmal ein bisschen drüber gepinselt und dann passt das schon. Firma Schmitz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gut, dann gehen wir hier nochmal an die Grundstücke dran. Wie gesagt, die Grundstücke, die sich so nah an der Bahnlinie befinden, da will ich natürlich auch mal mit der Kamera dran gehen und dann die vorbeifahrenden Züge filmen. Dann muss das natürlich auch alles hier ein bisschen ordentlicher aussehen. Ein paar so Sichtschutzwände habe ich mal noch mit eingebaut, den einen oder anderen Carport aufgestellt und ansonsten die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also alles aus dem Kleingarten-Asset-Paket. Von Gewächshäusern bis Kompostern und diese ganzen Hütten. Auch da hat man halt einfach die Qual der Wahl. Es gibt so viele Deko-Elemente, wie man so Grundstücke und Gärten ausstatten kann. Da bleiben keine Wünsche offen. Okay. Dann hier nochmal ein bisschen großzügiger drangegangen, auch hier wieder aufgeforstet, mit ganz, ganz viel Gebüsch in Form von diesen Baumpinseln einfach alles wieder aufgetragen. Das geht einfach super schnell von der Hand. Ein bisschen Landwirtschaft darf natürlich nicht fehlen hier rund um diese Ortschaft herum. Habe ich mir mal noch ein paar Feldwege reingezogen. Und entsprechend noch ein paar Felder aufgepinselt hier. Bisschen Ackerland. Ein Maisfeld. Noch ein bisschen Weizenanbau. Hier nochmal ein bisschen mit den Texturen rumgespielt. So lange, bis es dann irgendwann gepasst hat. Weiter aufgeforstet. Ordentlich Gebüsch dazu. Auch gerade so an Waldrändern ist das natürlich auch, passt das schon ziemlich perfekt dazu, wenn man das alles noch schön mit Gebüsch ausstattet. Und dann sind wir so gut wie durch. Hier auf der anderen Seite der Ortschaft gehen wir auch nochmal dran. Selbes Stilmittel, selbes Spiel. Das Gelände nochmal ein bisschen umgeformt. Und hier auch einfach alles sozusagen mit Ackerland gefüllt. Hier kommt nochmal so ein kleiner Wanderweg dazu, der hier durchführt. Kleiner Feldweg. Und so kann man halt doch relativ simpel auch großflächig einfach die Bereiche füllen. So, ein paar Probleme mit den Höhenunterschieden hier. So schaut's aus. Und den Rest habe ich einfach noch großzügig mit Feldern aufgefüllt und was sonst noch so dazu kam, seht ihr jetzt. Und das Ganze wie üblich in Form einiger Ingame-Aufnahmen hier rund um diesen Bauabschnitt. Hier sehen wir die ganze Ortschaft nochmal in der Totalen. Ein paar Sachen sind noch dazugekommen. Ihr seht da hinten im Hintergrund einen kleinen Teich habe ich nochmal aufgepinselt. Noch mehr Felder entstehen lassen. Noch ein bisschen mehr aufgeforstet. Und am Ende natürlich rund um die S-Bahn-Station auch nochmal ein paar Details verteilt in Form von Personenassets, in Form von ein paar Werbetafeln. Wir schauen uns das alles noch schön aus verschiedenen Perspektiven an. Was man auch schon erkennen kann, ist da hinten ein etwas größeres Überwerfungsbauwerk. Dort wird dann die ganze S-Bahn-Linie abgezweigt und wird dann praktisch zur Rundlinie, fährt wieder zurück nach Königsburg.
Das werden wir uns allerdings doch in einer separaten Folge noch genau ansehen. Genau, alles noch ein bisschen begrünt hier rund um die S-Bahn-Station. Ein paar Bänke habe ich noch aufgestellt. Und generell ein bisschen was im dekorativen Bereich noch gemacht. Hier habt ihr schon mal einen ganz guten Ausblick auf dieses Überwerfungsbauwerk. Das war, erst war es eine Mischung aus Eigenbau und halt, ja, sagen wir mal Nicht-Eigenbau. Also ich habe versucht, da normale Brücken irgendwie reinzuziehen, aber habe es am Ende dann doch alles per Hand gemacht. Und ich denke mal, das wird auch nochmal ein ganz nettes Thema werden. So, wir bleiben aber natürlich beim Thema der heutigen Folge. Wir bleiben bei der S-Bahn-Station Eching. Und schauen uns ein bisschen hier den Betrieb an. Ein bisschen viele Uhren, ne? Also ich glaube, das liegt einfach an diesen Deko-Elementen, die man mit auf die Bahnsteige packen kann. Da sind ja dann diese Wartebereiche mit den Sitzbänken und so. Und da hängen überall ganz, ganz viele Uhren dran. Ist mir fast ein bisschen zu viel. Also ich glaube, ich nehme die Wartebereiche da nochmal wieder weg. Und mache das vielleicht alles ein bisschen per Hand, so die Sitzgelegenheiten. Aber ich brauche, also, weiß nicht, keine 20 Uhren für eine S-Bahn-Station. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Für meinen Geschmack. Oh, hier nochmal schönen Blick auf die Firma Schmitz. Da habe ich auch nochmal eine LKW-Linie dran gesetzt, dass hier auch einfach ein bisschen was durch die Gegend fährt. Ab und zu kommt mal so ein Liefer-LKW hier vorbei und fährt übers Gelände drüber. Und einen Besuchermagneten habe ich dort auch noch versteckt. Und wie man sehen kann, kommt mal ein bisschen Kundschaft vorbei. Dann die Kirche, das habe ich halt noch mit Grabsteinen ergänzt, diesen Friedhof noch. Im Hintergrund sieht man auch schön die Autobahn. Den Parkplatz dort habe ich ordentlich gefüllt. Und da kommt einer der Lieferanten gerade angefahren. Oder vielleicht holt er auch irgendwas ab, wer weiß. Buslinien laufen hier natürlich entlang. Größtenteils tatsächlich von Arriva bedient, hier draußen auf dem Land. Und ansonsten, wie üblich, jede Menge Bahnverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr und natürlich die S-Bahnen, die hier unterwegs sind. Alles ein bisschen bunt gemischt hier. Blick auf den Spielplatz. Das dürfte gerade auch nochmal ein Lieferant gewesen sein, der Firma Schmitz, der hier mit dem LKW vorbeigefahren ist. Und auch das wieder eine relativ schnucklige S-Bahn-Station geworden. Signale habe ich noch aufgestellt, Ausfahrsignale. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, die ganze Signalgeschichte. Und natürlich sehr, sehr beliebt bei Trainspottern, die ganze Geschichte. Auch hier kommt das nochmal ganz gut zur Geltung, so diese erhöhte Bauweise, die S-Bahn-Station so ein bisschen gegenüber der anderen Strecken, der anderen Gleise, einfach ein bisschen höher gelegt. Und das kommt schon ganz gut. Auch hier sehr, sehr beliebter Ort natürlich bei Trainspottern, die sind hier hingeradelt und haben sich da niedergelassen, um hier den Zügen ein bisschen zuzuschauen. Fernverkehr Richtung Friedrichsburg und dann weiter nach Karlsburg. Karlsberg, glaube ich, habe ich es genannt. Dann hier auch nochmal ein kleiner Ausblick auf dieses Überwerfungsbauwerk. Ja, mal so nächste oder übernächste Folge zusammenschrauben, das Ding. Auch nochmal ganz cool geworden, alles im Eigenbau. Die folgt mir ganz gut. Und das wird dann wahrscheinlich auch so ziemlich das letzte Großprojekt oder etwas größere Projekt im Bereich Gleisbau werden auf dieser Karte. Also mehr gibt es dann einfach nicht mehr zu tun. Eine Station fehlt noch hier auf dem Weg, also mittig zwischen Königsburg und Friedrichsburg, das auch nochmal vom Fernverkehr angefahren wird. Aber das wird auch einfach nur nochmal ein Bahnhof. Da wird wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches passieren. Also wir sind so gut wie durch mit dem ganzen Gleisbau.
So, den Metronom lässt sich auch nochmal blicken hier. Na, schon ganz nett, dieses Bauwerk. Wird vielleicht möglicherweise jetzt so auf die letzten 100 Meter noch das schönste Überwerfungsbauwerk überhaupt auf der Karte. Aber vielleicht vergleiche ich die auch alle in einer Folge nochmal. Sind ja doch jetzt einige geworden. Wird sich wahrscheinlich auch lohnen, die alle nochmal so nebeneinander aufzureihen und ein bisschen zu filmen. Das alles kurz nochmal vorzustellen. Ja, es gibt noch zig Themen, die man noch irgendwie in Folgen packen kann. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was ich davon noch alles umsetzen werde. Auch hier diese Beetumrandung, falls sich jemand fragt, das ist auch einfach nur diese Friedhofsmauer, die in der Zaunmod mit enthalten ist und das halt einfach so ein bisschen im Boden versenkt. Hier gibt auch eine coole Beetumrandung, muss ich auch nochmal zeigen bei Gelegenheit. Ja, das ist übrigens eine Eselswanderung hier. Soll zumindest einen darstellen. So, HP0 im Hintergrund der ICE. Ah, schon cool, die Esel. Generell dieses Tierpaket, was neulich mal erschienen ist, mit sozusagen den Repaints von den Tieren. Da sind halt, ich glaube, das sind halt eigentlich sind das Pferde. Und die halt einfach entsprechend mit Texturen bearbeitet und ein bisschen verkleinert und Esel draus gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, und das nenne ich mal Timing hier. Allerhand Zeug unterwegs hier. Auf dem Streckenabschnitt. Ja, hier nochmal der Bauabschnitt Richtung Flughafen. Habt ihr gesehen in der letzten Folge. Das ist eben jetzt der Fernverkehr Richtung Königsburg. Im Hintergrund nochmal die S-Bahn-Station am Flughafen. Okay, wir steigen einfach, weil ich habe mir gedacht, das reicht jetzt auch mit der Filmerei, steigen wir nochmal in eine S-Bahn ein. Verlassen Eching und fahren nochmal hier so die letzten, einfach durch den letzten Bauabschnitt hindurch. Erstmal in Richtung Flughafen und dann noch weiter bis zum Hauptbahnhof und vielleicht noch ein Stückchen weiter. Schauen wir mal. Schön mit der 420er hier. Und wenn diese ganze S-Bahn-Rundlinie dann tatsächlich komplett fertig ist, dann machen wir natürlich auch nochmal eine ausgedehnte Führerstandsmitfahrt mit allen Linien. Also es gibt ja eh nur zwei oder drei, glaube ich. Ich habe noch eine Verstärkerlinie angelegt, aber es gibt halt im Wesentlichen sind es zwei Linien und eine fährt halt in die eine Richtung im Uhrzeigersinn und die andere eben gegen den Uhrzeigersinn sozusagen. Und das werden wir uns natürlich auch noch gemütlich als Führerstand Mitfahrt ansehen. Hier kann man schon ganz gut erkennen, so die Einkaufsmöglichkeiten rund um den Flughafen, der Flughafen im Hintergrund. Nette Perspektive, wie ich finde. Sehr schön. Sehr schön. Bin wirklich zufrieden, wie sich dieses ganze S-Bahn-Netz so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Auch wenn dieser Bauabschnitt, an dem wir jetzt gerade dran sind, der lag halt wirklich lange brach und ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, das war mir nicht so ganz sicher, ob ich da noch die Motivation finden kann, das wirklich noch fertig zu bauen, aber unterm Strich glaube ich, kann ich da echt zufrieden sein. Und macht wirklich Laune, hier durch die Gegend zu fahren. Auch wenn das S-Bahn-Netz natürlich super überschaubar ist, das ist einfach winzig klein, das ist nur im Wesentlichen ein Schienenkreis, kann man sagen, der halt durch den Hauptbahnhof und durch die Stadt hindurchführt und dann so ein bisschen in die ländlichen Bereiche fährt und dort die umliegenden Ortschaften halt mit der Stadt verbindet, aber unterm Strich ist das schon ein ganz cooles Thema. So, jetzt haben wir den Flughafen hinter uns gelassen, hier sind wir ungefähr auf Höhe von diesem
großen Betriebswerk hier in Königsburg und fahren mal weiter Richtung Königsburg-Bubach. Und dann geht es noch weiter bis zum Hauptbahnhof und noch ein Stückchen weiter. Das können wir uns heute. Hier über dieses andere Überwerfungsbauwerk nochmal drüber, was vor 3 Folgen ungefähr Thema war. Ja, 4 Folgen. Ein bisschen den Überblick verloren. Stadtkulisse im Hintergrund. Grimmige Passagiere, Mitfahrer hier in der S-Bahn. Der sieht irgendwie nicht glücklich aus, der Mann. Also. Okay, weiter geht's. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Jede Menge Umsteigemöglichkeiten zum regionalen Fernverkehr. Performance-technisch einer der schwierigsten Bereiche, wo wir jetzt hinkommen. Kann man ganz gut erkennen. Es ist halt sehr detailliert. Und im Hauptbahnhof läuft natürlich alles zusammen. Jede Menge Linien. Und der ganze Kram, den ich um den Hauptbahnhof herum gebaut habe, mit den ganzen Trambahnlinien. Die ganzen Buslinien. Ihr kennt das ja alles. Davon wird die Performance natürlich nicht besser. So, Einfahrsignal Königsburg Hauptbahnhof. Zwischenstopp. Da unten ein Interregio, der Richtung Nautalbahn fährt. Und wir erreichen den Hauptbahnhof. Auf Gleis 2. Das ist eine wichtige Information. Und da sind sie alle aufgereiht, wie auf der Perlenkette. Ach, sieh einer an. Da ist noch wieder so ein Überbleibsel aus alten Zeiten, wie er es gesehen hat. Egal. So, Hauptbahnhof. Naja, ein Stückchen fahren wir noch, würde ich sagen. Die komplette Runde drehen wir heute noch nicht, weil also es fehlt halt einfach noch diese 2 Kilometer und eben dieses Überwerfungsbauwerk, was noch fertig werden muss. Wir drehen fast die ganze Runde, sagen wir so. So, hier die ganzen Abstellungen. Die Regionalzüge, hier ist jetzt auch nochmal ein HP0. Da kommen wir nochmal zum Halt. Bahntechnik kann man hier noch erkennen. Dieseltankstelle. Hier drüben, da ist der Dachgarten da oben, kann man glaube ich ein bisschen was davon erkennen. Einer der Dachgärten. Und da ist wahrscheinlich noch eine andere S-Bahn vor uns auf der Strecke oder es gibt noch eine Zugkreuzung, eins von beiden. Ah ja, sehr. Ein Railjet von der Schnellfahrstrecke kommend. Und dann geht's auch weiter mit uns. Sehr schön. Mit der Zug begegnen. Da hinten das Amphitheater. Die ganzen Abstellbereiche. Und nochmal vorbei am Einkaufszentrum hier.
Richtung Königsburg-Westend. Ah, sehr schön, die 100. Baureihe 120. Bei mir fährt sie noch, ja. Und dann geht es so langsam Richtung Stadtrand hier. Westend, die letzte Station. Auf Königsburger Stadtgebiet, im Königsburger Stadtgebiet. Schöner Interregionalexpress hier mit einer, ich glaube, das war ein Baureihe 110. Hier drüben am verfallenen Industrieareal vorbei. Das war auch mal so ein kleines Thema in irgendeiner Folge, so ein kleiner Lost Place. Es ist echt, es ist viel passiert auf der Karte im Laufe fast eines Jahres mittlerweile. Es ist echt viel passiert. Man könnte sagen, es ist ein bisschen ausgeartet. Ich kann mich da nur wiederholen, es war so echt nicht geplant. Es ist einfach passiert, was man macht. Aber ich komme da auch nicht raus. Also irgendwie unter einem Jahr für eine Staffel ist echt schwierig. Da müsste ich mich schon sehr zusammenreißen oder halt komplett anders planen. Also einfach kleiner planen, mal von vornherein sagen, ich baue halt einfach keine 50 Bahnstationen. Ich muss mal durchzählen, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Ortschaften und Bahnhöfe ich auf der Karte habe. Aber es ist unterm Strich echt zu viel geworden. Aber weil ich halt doch schon die ein oder andere Karte dann mehr oder weniger unfertig habe stehen lassen, habe ich mir diesmal halt vorgenommen, das irgendwie nicht wieder passieren zu lassen. Und dann, ja, dann bauen sie halt mal wieder ein Jahr. Ja, es ist erstaunlich. Ich meine, unterm Strich, es hat sich schon gelohnt. Es gibt hier echt viel zu sehen und ich könnte doch locker wahrscheinlich ein halbes Jahr hier weiter nur filmen, ohne noch irgendwie bauen zu müssen. Und das würde wahrscheinlich nicht wirklich langweilig werden, weil man immer noch so viel zu sehen bekommt. So, dann geht's mal raus aufs Land Richtung Irschenberg. Und das müsste dann auch die letzte Station sein, hier im S-Bahn-Netz. Und dann, wie gesagt, dann fehlen da einfach noch ungefähr 2 Gleiskilometer, wenn die fertig sind. Dann können wir die komplette Runde auch drehen und dann machen wir das natürlich aus Lokführerperspektive schon im Führerstand. Okay, dann erreichen wir jetzt Irschenberg und dann lassen wir es dann gut sein für heute. Die Station wird gemischt befahren, gemischt benutzt hier von S-Bahn und Regionalverkehr, wie man sehen kann. Hier fährt gerade ein CityJet ein, Doppeltraktion. Wir steigen aus. Und machen langsam Feierabend für heute. Also, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wir sind kurz davor, die S-Bahn-Rundlinie für Königsburg fertigzustellen. Ich denke mal, das wird noch eine Bastelfolge werden. Und dann steht das Ding. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.